Ja, ein König fehlt, ja. Ihr seid jetzt ja schon ziemlich gut unterwiesen in der Geschichte, ja. Wir haben ja richtig viel Geschichte auch gemacht. Und wir haben uns hier mit diesen Themen hier beschäftigt. Ne, das kennt ihr jetzt schon, ist ja schon geläufig. Die Diadochenkönige, das ist eine bestimmte, ganz bestimmte Zeitgeschichte in der ganzen Weltgeschichte, eine Nische. Das ist ja die Zeit zwischen Alexander dem Großen und dem großen Römischen Reich, ja. Und die ist eigentlich kaum bekannt in der Welt. Also wenn man so jemanden fragt, der jetzt nicht unbedingt Geschichte studiert hat oder sich da gut auskennt, wenn man den nach den Seleukiden fragt, ging mir auch so, hätte mir nie was gesagt. Also hätte ich nichts gewusst von. Aber Gott macht diese kleine Phase zwischen Alexander dem Großen und dem Römischen Reich, die nimmt er auf in die Bibel, speziell in den Propheten Daniel, macht die so groß. Ganz groß, beleuchtet die mit einem großen Scheinwerfer. Und einer der letzten Seleukidenkönige, das nimmt im Buch Daniel mehr Raum ein, als Nebukadnezar und alle Perserkönige zusammen gehabt haben. Ja, also der letzte, der Antiochos Epiphanes, der kriegt einen riesen Abschnitt in Kapitel 11. Also man kann eigentlich sagen, das halbe Kapitel 11 redet nur von einer Person. Also so viel ist von Nebukadnezar nicht mal geschrieben worden. Ja, gut, Daniel, Standbild, da war der Nebukadnezar immer bei. Aber dass er selber so exakt beschrieben würde in allem, was er da tut, das hat nur Antiochos Epiphanes bekommen. Das heißt also, ein König aus einer Nischenphase innerhalb der Weltgeschichte, der wird von Gott so groß dargestellt. Warum? Weil der wieder kommt. Das wird sich wiederholen. Ja? Deswegen verweist Jesus in den Endzeitreden, haben wir ja gesagt, auf Daniel, weil er sagt, wer von dem Gräuel der Verwüstung, wenn er den sieht, dass er steht an heiliger Stätte, wo er nicht stehen soll, der merke auf den Propheten Daniel und merke, was der Daniel da geschrieben hat. Ja? Und scheinbar hat der Engel zu Daniel ja auch gesagt, merke auf das, was ich dir sage. Also es geht immer darum hinzuhören, ja, und aufmerksam zu sein. Und diese Phase hier, die haben wir uns dann auch angeschaut und haben gesagt, also in dem Standbild sieht man das auch, das ist halt Babylon, Medo-Persien, Alexander der Große. Nach Alexander dem Großen kommen nicht zwei Beine, sondern vier Schenkel, weil Alexander des Großen Reich aufgeteilt wurde auf vier Generäle, ja, Kassander, Lysimachos, Seleukos, Ptolemäus. Und dann haben wir gesagt, was ist mit den Zehen? Die haben wir auch aus Europa praktisch rübergeholt in den Vorderen Orient, das war Decapolis. Und die zwei Füße können wir auch deuten. Weil in der bisherigen Deutung, die wir hatten, wo das Standbild dann zwei Beine hatte und die zwei Beine halt das Römische Reich sein sollten, Ost- und Westrom, da weiß man nicht, was die Füße sein sollen. Ja? Also man sagt zwar, nach Alexander dem Großen kam das Römische Reich, was historisch nicht stimmt. Ja? Nach Alexander dem Großen kamen die Seleukiden. Und zwar also 200 Jahre rund. Man sagt aber, auf Alexander den Großen kam das Römische Reich, Ostrom und Westrom. Und in der Endzeit wiederholt sich das, dann kommen 10, das sind 10 europäische Staaten. Das ist die normale Deutung, die man heute hört. Aber das Problem dabei ist, wenn man dann fragt, wer sind denn die beiden Füße, dann kriegt man keine Antwort. Weil da äußert sich auch niemand zu. Niemand weiß, wer die beiden Füße sind. Aber wenn der Stein, der vom Gebirge herabgerissen wird, ohne Hände, wenn der das Standbild schlägt, dann schlägt er das Standbild ja an seine Füße. Und wenn das Standbild eine Abfolge von Weltreichen zeigt, dann müsste man ja sagen, wenn Christus wiederkommt, der Fels, und das Standbild an seine Füße schlägt, müssten zur Zeit der Wiederkunft Christi ja diese beiden Füße herrschen. Also wäre es doch sehr wichtig zu wissen, wer die beiden Füße sind. Aber in der Rom-Theorie wird das übersprungen. Ja, das gibt es das antike Rom, zwei Beine, und das endzeitliche Europa, 10, Füße weiß man nicht. Ich sage, das ist doch zentral. Ja, das, wir wüssten sonst nicht, welche politische Struktur ist, wenn Jesus wiederkommt. Ja? Also finde ich, wenn man das Standbild auslegen will, dann muss man es auch ganz auslegen, da muss man auch wissen, was die Füße sind. Und wir haben eigentlich das alles aus Italien, haben wir das alles rübergeholt in den Vorderen Orient und haben gesehen, das ist eine Struktur, eine Linie, die geht praktisch von Babylon, Medo-Persien und dann wird es komplett griechisch. Alexander, die Diadochen, dann der Antiochos Epiphanes, das ist alles Griechenland. In Analogie dazu, der Ziegenbock ist der König von Griechenland, das große Horn auf seinem Haupt ist der erste König, das große Horn zerbricht und vier ansehnliche Hörner wachsen da hervor. Ja? Vier Hörner, vier Schenkel, vier Seleukidenkönige, das ist immer eins, Leopard, vier Köpfe, ja? Das ist immer dieselbe Linie. Und an einem dieser vier Hörner von dem Ziegenbock wächst ein kleines Horn, das sehr schnell groß wird und die Welt beherrscht. Das ist ein antichristliches Thema, ja? Dann müssen wir aber sagen, wenn der Antichrist ein kleines Horn ist, dann wächst das kleine Horn ja auf dem Ziegenbock. Da haben wir gestern Abend mit geschlossen und nicht auf einer Wölfin.
Ja? Nicht auf einer römischen Wölfin. Das kleine Horn ist ein Ziegenbockhorn. Aber wenn ihr die Ausleger hört, dann steigen wir dann auch ein. Die Ausleger sagen, ja gut, das kleine Horn findet man nicht nur in Daniel 8 mit Ziegenbock und Widder, sondern das kleine Horn findet man auch in Daniel 7. Und da kommt das kleine Horn ja zwischen 10 anderen Hörnern hervor, ja? Und bricht dann 3 aus. Und da ist aber so, die 10 Hörner sind ja Europa und das kleine Horn ist der Papst oder das Papsttum, ja? Und da, der bricht dann praktisch in der taucht in Europa auf. Und wenn man die dann fragt und sagt, ja gut, aber wer ist denn das kleine Horn in Daniel 8? Dann sagen alle, ja, das ist was anderes. Dann sage ich, ja, warum wischt ihr das so weg? Naja, weil man zugeben muss, dass das kleine Horn in Daniel 8 ein Ziegenbockhorn ist. Und das passt dann nicht mehr mit der Auslegung von Daniel 7 zusammen. Versteht ihr, wenn man die C10 auf Europa deutet, dann geht es im Kopf durcheinander. Ich sage aber, wenn der Daniel den Begriff kleines Horn verwendet, dann muss der in Daniel 8 und in Daniel 7 dasselbe meinen. Ja? Das heißt, in Daniel 8 meint er mit dem kleinen Horn einen alexandrinisch-diadochisch-seleukidischen Antiochus Epiphanes, ja? Ein Grieche. Und in Daniel 7 meint er das auch, weil da nämlich, na, das müsst man im Detail jetzt mal gucken, weil dieses kleine Horn auch dort aus der Nähe vom Vorderen Orient kommt, aus Syrien. Syren, Seleukiden, Diadochen, das ist die gleiche Linie. Wir müssen aber unseren Blick von Italien wegwenden in den Vorderen Orient, da wo der Torso auch steht, da müssen auch die Beine sein, sonst fällt das Standbild um. Ja? Die ganzen Sachen haben wir jetzt behandelt die ganze Zeit, ihr seid jetzt schon gut im Thema und ihr kennt das jetzt auch schon ganz gut, ja? Und das kennt ihr auch, weil nämlich diese beiden, also wir haben ja praktisch die 4 Schenkel hier, wenn man so sagen will, ja? Das ist Kassander, Lysimachus, Seleukus und Ptolemäus und diese beiden Königshäuser, die werden in Daniel Kapitel 11 in aller Ausführlichkeit beschrieben. In aller Detailtreue. So genau, dass sich alle darüber freuen. Roger Libby hat ein sehr, sehr hilfreiches Buch dazu geschrieben. Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Das fand ich toll. Das ist ein kleines, dünnes Büchlein. Kann man auch als PDF kostenlos runterladen, wer da Interesse dran hat im Internet. Lade das gerne runter, weil er nämlich diese ganze Abfolge dieser beiden Königshäuser, der geht also Stück für Stück durch den Daniel 11 durch und nimmt jeden einzelnen Vers sich vor, jeden Halbvers und erklärt, welcher Seleukidenkönig oder Ptolemäerkönig da gemeint war. Und das finde ich super hilfreich. Ja? Das ist sehr, sehr hilfreich, weil man da sehr komprimiert eine gute Aufschlüsselung hat von dem, was dort gezeigt wird. Ja? Daniel 11 ist eine Nachricht an Daniel, die nicht von einem Engel kommt, sondern von einem, der aussieht wie ein Menschensohn. Ja? Die kommt von Christus, dem präexistenten Christus. Das sieht man in Daniel 10, ja? Vers 5. Ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, da stand ein Mann in Leinwand und hatte einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Ja? Da hängt ein Schwert dran. Sein Leib war wie ein Türkis, sein Antlitz sah wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln. Seine Arme und Füße wie helles, glattes Erz und seine Rede war wie ein großes Getön. Ich, Daniel, aber sah solch Gesicht allein und die Männer, so bei mir waren, sahen es nicht, doch fiel ein großer Schrecken über sie, dass sie flohen und sich verkrochen. Es blieb aber keine Kraft in mir, Christus. Ja, so wird Christus in der Offenbarung auch gezeigt, mit dem Unterschied, dass er in der Offenbarung keinen Gürtel um die Lenden hat, sondern einen Brustgürtel trägt, einen hohen Priestergürtel, ja, weil er gestorben und auferstanden ist und hoher Priester ist. Ja? Aber das ist gigantisch hier und das alles, was wir hier sehen in Daniel 11, da steht im letzten Vers von Daniel 10 als Einleitung zu Daniel 11, da steht, da sagt Christus zu dem Daniel, doch will ich dir anzeigen, was geschrieben ist, was gewiss geschehen wird. Ja? In anderen Übersetzungen steht, ich will dir anzeigen, was im Buch der Wahrheit geschrieben ist. Vielleicht hat jemand von euch so eine Übersetzung. Ja? Ja? Das heißt also, der Engel, in Klammern Christus, kommt zu Daniel und sagt, ich will dir zeigen, was geschrieben ist. Wo denn? In den Büchern. In dem biblischen Kanon, der Daniel zur Verfügung stand. Jesaja, Jeremia, die ersten 5 Bücher Mose, Richterbuch. Ja? Das heißt, diese ganzen Bücher standen ja dem Daniel zur Verfügung und waren seine Bibel zur damaligen Zeit. Aber in Jeremia, in Daniel und Jesaja, da steht nichts vom Römischen Reich. Muss man mal drüber nachdenken. Ja? Und wenn das Römische Reich in Daniel gemeint gewesen wäre, dann wäre jetzt das Kapitel, was wir uns anschauen, das Kapitel, wo alle römischen Cäsaren aufgezählt würden. Werden sie aber nicht. Es werden Seleukidenkönige aufgezählt, bis zum Antiochus Epiphanes. Und der wird so groß dargestellt. Ja? Und da fehlt einer.
Und jetzt haben wir ein Problem. Weil der Roger Libby hat in dem Buch hat er geschrieben, wie die ganzen Seleukidenkönige hintereinander abfolgen. Aber was er nicht geschrieben hat, ist, dass ein König übersprungen wurde. Und das ist ja fast wie so eine Achillesferse in dem Kapitel. Man kann ja jeden einzelnen der Seleukidenkönige identifizieren. Aber ein König ist übersprungen worden und der hat 20 Jahre lang geherrscht. Also scheint das historisch nicht so ganz belastbar zu sein, die Bibel. So lernt man es an der Uni. Und dann kommen die Studenten nach Hause in ihre Gemeinden und sagen, ja, die Bibel hat ja Fehler. Die ist dann nicht so ganz genau an den einen oder anderen Stellen. Haben wir an der Uni, unser Professor hat uns das nämlich gezeigt. Da fehlt nämlich der zweite Seleukidenkönig. Ja, das, also man kann die Bibel nicht so genau nehmen. Ja, das ist Überlieferung und das ist manches ungenau und ja, so zur Taufe und zur Konfirmation oder Beerdigung taugt sie noch, aber sonst ist es auch. Ja? Ja, so wird Zweifel gesät bei den Studenten. Und der Zweifel, der kommt natürlich auch auf, aber wir schauen uns das mal an. Ich glaube, dass das alles komplett inspiriertes Wort Gottes ist und absolut zuverlässig ist. Ja? Das ist kein Zufall, der da passiert ist. Okay, also wir schauen uns mal, das haben wir schon gesehen, das kennt ihr auch alles, ja? Das Weltgeschichte im Buch Daniel, Babylon, ja, Medo-Persien, dann kommt Alexander der Große. Hier nicht mehr das Römische Reich, weil es ist ja in Rom, ja, sondern wir haben das nach vorne geschoben, seine Schenkel, nicht seine Beine, seine Schenkel aus Eisen, ja, steht ja im Text, nicht seine Beine aus Eisen. Seine Schock, aramäisch, nicht hebräisch, ja, seine Schenkel aus Eisen, vier Schenkel und dann praktisch runter bis zur Dekapolis. Und jetzt schauen wir uns mal den Text an. Ich habe da, so sieht meine Bibel aus. Das ist ein sehr privater Blick, den ich euch hier gewähre. Ja? Ich habe mir also hier neben die ganzen Seleukidenkönige alle dran geschrieben. Ja? Und der letzte hier unten ist der Antiochus Epiphanes. Weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Ja? Dann habe ich die alle durchgezählt und das ist der achte König. Und ich nehme die Pointe vorweg, weil es didaktisch besser ist. Seht ihr, der zweite König, Antiochus der erste, Sotea. Der fehlt. Sotea ist der Retter, ist der Heiland. Moment mal, haben die Seleukidenkönige, haben die sich Heiland genannt? Wir hatten auch einen Heiland in Deutschland mal, Heil Hitler. Das sind Heilande. Das sind gotteslästerliche Namen. Ja? Das haben die damals schon gehabt. Sotea oder Epiphanes heißt die Erscheinung, die Epiphanie, die göttliche Erscheinung. Hier kommt der göttlich Erscheinende. Das ist ein lästerlicher Name, den der Antiochus hat, ja? Zeitgenossen haben ihn Epimanes genannt, der ein bisschen Bescheuerte. Ja? Ja? Ein bisschen Gaga. Ja? Epimanes ging da wohl. Ja? Okay, also es sind ganz viele lästerliche Namen. Der hier auch, der heißt auch Sotea. Ja? Kalinikos weiß ich jetzt nicht, aber guck mal hier. Antiochus der Zweite, Theos, Gott, Gottkönig. Das sind lästerliche Namen. Da kommen wir gleich nochmal drauf, warum das so ist. Ja? Aber ich habe das hier gezählt und habe mir das genauer angeschaut. Hier habe ich es nochmal aufgeschrieben, dass ihr die besser lesen könnt. Und die Seleukidenkönige habe ich alle mal durchnummeriert. Ja? Der erste ist der Seleukus, der erste Nikator. Das war der General, einer der Generäle von Alexander dem Großen. Und der wird hier beschrieben. Ja? Der Engel, in Klammern Christus, der sagt zu dem Daniel, und nun will ich dir anzeigen, was gewiss geschehen soll. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Ach, guck mal, hier ist Persien ja namentlich erwähnt. Wir haben ja nach Rom gesucht, namentliche Erwähnung. War ja nicht drin, ja? Persien, da steht's, ja? Noch drei Könige in Persien werden aufstehen. Der vierte aber wird größeren Reichtum haben, denn alle anderen. Und wenn er in seinem Reichtum am mächtigsten ist, wird er alles wieder das Königreich in Griechenland erregen. Ah, wörtliche Erwähnung von Griechenland. Javan. Ja, aber kein Rom. Komisch, ja? Danach wird ein mächtiger König aufstehen und mit großer Macht herrschen und was er will, wird er ausrichten. Alexander der Große kommt. Und wenn er aufs Höchste gekommen ist, wird sein Reich zerbrechen und sich in die vier Winde des Himmels zerteilen, auf vier Generäle. Nicht auf seine Nachkommen, weil Alexander hatte keine Kinder. Auch nicht mit solcher Macht, wie seine gewesen ist, denn sein Reich wird ausgerottet und Fremden zuteil werden, Fremden, Generäle, die sein Reich auseinanderreißen und auf sich selber ziehen, ja? Und jetzt geht die Beschreibung über und konzentriert sich auf den König im Süden, den König gegen Mittag und den König gegen Norden, den König gegen Mitternacht. Das ist mein altes Lutherdeutsch, ja? Das heißt, er zeigt jetzt nicht mehr Kassander und Lysimachos, sondern nur noch Seleukos und Ptolemäus, Syrien und Ägypten. Die haben doch, wisst ihr ja, immer gegeneinander gekämpft. Das wird hier beschrieben, Kapitel 11. Einer kämpft gegen den anderen
Und weil die immer gegeneinander gekämpft haben, hat in der Zeit Rom Ruhe und Muße gehabt, stark zu werden, groß zu werden und die irgendwann alle zu besiegen. Und dann kommt das große Römische Reich. Ja? Das heißt, wir haben jetzt hier mit Weltgeschichte zu tun. Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Ja? Und dann steht hier, und der König gegen Mittag, der König im Süden, der Ptolemäerkönig in Ägypten, ja? Das war der Ptolemäus der Erste. Welcher ist seiner Fürsten einer? Der war früher General bei Alexander der Groß, dem Großen gewesen, ja? Und er ist jetzt König des Südens geworden, weil er das ägyptische, den ägyptischen Teil an sich gerissen hat und selber sich zum König gemacht hat. Der König gegen Süden, welcher ist seiner Fürsten einer, wird mächtig werden. Warum? Weil der König vom Ptolemäerreich wird. Aber gegen ihn wird einer auch mächtig sein und herrschen, dessen Herrschaft wird groß sein. Das war Seleukus der Erste. Damit sind die Figuren gestellt auf dem Schachbrett. Ja? Dem Ptolemäer und den Seleukiden. Ja? Der Ptolemäus der Erste, Seleukus der Erste. Ja? Damit geht es los und dann geht es immer weiter. Dann kämpfen die gegeneinander, dann wollen sie sich miteinander verheiraten. Irgendwie wollen sie das Alexanderreich wieder aufrichten. Und das Erstaunliche ist jetzt, ich zähle sie vielleicht einfach durch, ja? Seleukus der Erste, Nikator, der wird hier beschrieben. Ja? Und gegen ihn wird einer auch mächtig sein, dessen Herrschaft wird groß sein. Der fehlt. Nach etlichen Jahren aber werden sie sich miteinander befreunden und die Tochter des Königs gegen Mittag wird kommen, zum König gegen Mittag, nach König gegen Norden. Das ist der dritte König. Das ist der König, der Antiochus der Zweite, Theos. Ja? Dann kommt hier, aber seine Söhne werden zornig werden und große Heere zusammenbringen. Das ist der vierte und fünfte König, der Kallinikus und der Soter. Und der eine von ihnen, das ist der fünfte, der Soter, wird kommen wie eine Flut daherfahren und wiederum Krieg führen bis vor seine Feste und so weiter. Dann kann man den hier durchzählen. Das hier ist alles Antiochus der Dritte, der Große. Der ist tatsächlich groß, weil diese ganze Spalte redet immer von Antiochus dem Großen. Ja? Die ganze Zeit bis hier unten. Ja? Dann kommt dann der siebte König. Das ist der Vorläufer von Antiochus Epiphanes. Und dann kommt hier oben der achte König. Das ist Antiochus Epiphanes. Anstatt des siebten König wird aufkommen ein Ungeachteter, welchem die Ehre des Königreichs nicht zugedacht war. Das war Antiochus Epiphanes. Der wird mitten im Frieden kommen. Das sagt Paulus mal. Es wird ein Ruf sein, Friede, Friede. Und dann kommt schnell das Unglück. Ja? Das nimmt Paulus auf im zweiten Thessalonischer Brief. Der zitiert Daniel 11. Kommen wir aber später nochmal zu. Aber ihr seht, die sind alle durchnummeriert. Und wenn man die so durchnummeriert, wie hier steht, dann fängt man bei Seleukus dem Ersten an und dann kann man die historisch alle zählen und dann ist Antiochus Epiphanes der achte König. Wenn man das historisch zählt, dann folgen die so aufeinander ab. Und ihr seht auch, dass die Jahreszahlen immer miteinander übereinstimmen. Ja? 281, 261, 246, 226, da gibt es keine Lücke. Ja? Sind alle immer aufeinander, ganz klare dynastische Abfolge, historische Zählweise. Nur der Vollständigkeit halber, das waren die Ägyptischen, spielen aber für uns nicht so eine große Rolle. Ja? Das sind die Seleukidenkönige und das Erstaunliche ist jetzt, der fehlt. Ja gut, wenn der fehlt, gibt es ja dann scheinbar auch eine biblische Zählweise, weil der ist ja übersprungen worden. Da müssen wir anders zählen. Ja? Also würden wir vielleicht, wenn wir die Bibel nehmen, würden wir sagen, okay, der fehlt, dann wird ja der zum zweiten König. Ja? Aber wenn der zweite König ist, dann muss der vierte auch zum dritten werden. Und der fünfte zum vierten und so weiter. Und dann ist Antiochus Epiphanes nicht mehr der achte, sondern der siebte. Ja, das ist jetzt die biblische Zählweise. Aber der Text, und das wissen sicher auch einige von euch, der Text in Daniel 11, der beschreibt erst den historischen Antiochus und dann macht der Text einen unmerklichen Sprung zu einem König, der tut, was er will und dem alles gelingen wird, was Antiochus nicht gelang und so weiter. Das heißt, die Bibel zählt also diese Könige auf und macht den Antiochus Epiphanes zum siebten, weil sie den absichtlich überspringt. Absichtlich, das ist Gottes inspiriertes Wort. Das ist kein Webfehler, das ist gewollt. Ja? Und damit wird Antiochus, der vierte Epiphanes, der wird zum siebten König und sein endzeitliches Pendant, der Antichrist, wird zum achten. Ja? Da haben wir doch wieder acht Könige. Ja? Und dann wäre der Antichrist der achte König und der kommt von den sieben. Das ist später wichtig. Deswegen machen wir das hier. Ja? Also ist nur mal, wir schauen das nur mal historisch an. Und wir haben jetzt zwei Zählweisen. Wir haben eine biblische Zählweise und eine historische Zählweise.
Und die biblische, die hat prophetischen Impetus. Und eigentlich ist es fast so, als ob Gott will, dass die, die ihre Bibel kennen, dass die stolpern darüber und sagen, was ist denn hier? Gestern haben wir gesagt, werden Männer schwanger? Was meint denn da Gott? Ja? Der Hiskia sagt, die Kinder sind an die Geburt gekommen, können nicht geboren werden. Was ist denn das? Als ob Gott will, dass wir darüber nachdenken, dass wir darum beten, dass wir sagen, Herr Jesus, was meinst du denn in deinem Wort? Wie sollen wir das, was sagst du denn hier? Darum geht's eigentlich, ja? Okay, also das haben wir dann eigentlich schon mal geklärt. Jetzt gehen wir nochmal zum Text zurück zu deiner Frage, dass man mal genau sieht, wo ist denn da überhaupt der Sprung, ja? Um es mal kurz vorweg zu sagen, es wird von einer Heirat berichtet. Und diese Heirat, die dort berichtet ist, zwischen der Berenice und einem der Seleukidenkönige, die ist geschehen mit dem dritten Seleukidenkönig. Das heißt, die Bibel springt von dem Seleukus dem Ersten direkt zu Seleukus dem Dritten, um es mal verkürzt zu sagen. Und der Seleukus der Zweite wird übersprungen. Die geht darüber hinweg. Und das kann man am Text sehen, ja? Es wird gegen ihn, gegen den König des Südens in Ägypten, wird auch einer mächtig sein und herrschen. Dessen Herrschaft wird groß sein. Das ist der Seleukus der Erste, ja? Und hier steht jetzt, nach etlichen Jahren aber, und zwar ungefähr nach 20 Jahren, sehen wir gleich warum, werden sie sich miteinander befreunden, der im Norden und der im Süden. Die sagen, wenn wir uns schon nicht kriegerisch einigen können, wer von uns der Stärkere ist, dann lass doch unsere Kinder heiraten. Und durch diese Dynastie wird dann unser Reich zum Alexanderreich werden. Ja? Die befreunden sich also miteinander und die Tochter des Königs im Süden, die Tochter des Königs in Ägypten, die wird kommen zum König des Nordens, Seleukidenreich, und zwar zu dem Antiochos dem Zweiten Theos, weil von der ganzen Dynastie der Seleukiden nur eine Heirat überliefert ist historisch zwischen diesen beiden Könighäusern, und die hat halt dieser Antiochos der Zweite Theos gemacht und nicht der Antiochos der Erste Soter. Dazu muss man natürlich ein bisschen tiefer in die Geschichte einsteigen. Und das fehlt leidererweise in dem Buch von Roger Libby. Das hätte er eigentlich reinnehmen müssen. Aber man hat natürlich Angst, dass man damit irgendwie offenbaren würde und bibelkritisch wäre, weil man sagt, da fehlt der historische König. Ich glaube, dass das inspiriert ist. Ich zeige euch gleich, warum. Da gibt es ganz erstaunliche Ergebnisse. Ja? Also die Tochter des Königs gegen Mitternacht, diese Tochter hier, das war die Berenike. Und der König gegen Mittag war Ptolemäus II., und der König gegen Mitternacht, der König des Nordens, das war Antiochos II., ja? Das ist der hier, der Theos, der Göttliche. Und es gibt nur eine Hochzeit, die zwischen diesen beiden Königreichen bezeugt ist, und das war Antiochos II. Theos. Das heißt also, der hier oben, das war der Seleukus I., ja? Und dann kommt hier der Antiochos II., also hier Seleukus I. und Antiochos II., und der wird überhaupt nicht erwähnt. Ja? Das wäre die Abfolge. Seleukus I. Nikator, das ist der hier oben, hier, der erste König. Dann kommt der zweite, der wird nicht erwähnt. Und dann springt die Bibel direkt zu Antiochos dem Zweiten Theos. Das ist der hier. Ja? Und überspringt den Antiochos dem Ersten Soter. Kann man das verstehen? Ja? Das heißt, der müsste eigentlich hier zwischen sein. Zwischen Vers 5 und Vers 6 müsste der Antiochos der Erste kommen. Dieser hier, der Ausgeschnittene. Ja? Aber sie springt stattdessen von dem hier, von dem Seleukus dem Ersten, direkt hier zum König gegen Mitternacht, zum Antiochos dem Zweiten. Und das sagen jetzt Bibelkritiker, da ist die Bibel ungenau. Hat der Daniel sich verschrieben oder sich vertan oder Gott gibt es überhaupt nicht, es gibt auch keine Prophetie und ihr braucht uns gar nichts erzählen, das ist alles so exakt, ja, das ist der Webfehler. Und Bibelschüler oder Studenten der Theologie, die lernen sowas. Und dann wird denen erzählt, die Bibel wäre ungenau. Und da bin ich nicht einverstanden mit, weil ich mag Gottes Wort. Ja? Das ist inspiriertes Wort Gottes. Das ist nicht irgendwo so dahingeschrieben. Ja? Wir haben hier mit einer anderen Instanz zu tun. Das ist etwas Höheres. Da darf man nicht rumkritteln dran. Ja? Da muss man sich erst hinsetzen und mal die Hände falten. Und dann muss man da mit Respekt ein bisschen dran gehen. Das ist Gottes Wort. Ja? Man versucht das an den Unis auch aufrichtig. Aber die sind oftmals da auch blind für das, was die Bibel eigentlich da an Inhalt hat. Und sie sehen einen Zweifel, der nicht gut ist. Ja? Okay, also das wäre jetzt schon mal zumindest ein Ergebnis. Und um euch das auch zu beweisen, wenn ich das so sagen darf, damit ihr mir das auch glaubt, ja, habe ich euch von meiner Scofield-Bibel das rauskopiert.
Weil das ist die einzige Quelle, die ich da direkt mal so gefunden habe. Bei Roger Libby war das leider nicht im Buch. Die Scofield-Bibel, die schreibt in ihrer Anmerkung, wer eine dabei hat, kann es auch gerne nachlesen, da steht, Daniels Prophetie geht über den zweiten Seleuzidenkönig hinweg. Antiochus der erste Sotea, 20 Jahre lang hat er geherrscht. Ja? Der wird übersprungen. Es wird nur eine Vereinigung der beiden königlichen Linien durch Heirat erwähnt und das war halt der Antiochus der zweite Theos. Und nicht der hier. Also in der Scofield-Bibel, in den Anmerkungen, seht ihr das. Scofield hat das aufgeschrieben. Und deswegen empfehle ich immer mal die Scofield-Bibel, weil die Anmerkungen sehr, sehr hilfreich sein können. Ja? Das heißt, das ganze Kapitel hier, das erklärt es auch nochmal. Ne? Der König des Südens ist Ptolemäus der erste Sotea, der Retter, der Heiland. Ja? Das ist der Ägypter. Und der Starke ist Seleukos der erste Nikator. Das ist der Gründer der Seleuziden, der Seleukidenkönige, das ist der Gründer der Ptolemäer, Ptolemäerkönige, ja? Und dieser Seleukos der erste Nikator ist der mächtigste von allen. Und die beiden sind in dem einst vereinten Reich Alexanders, haben die geherrscht, ja, als Generäle, und später dann als Könige. Und dann sagt er, Daniels Prophetie geht über den zweiten Seleukidenkönig hinweg. Doppelpunkt, Antiochus der erste Sotea, wird nicht erwähnt. Hat aber 20 Jahre geherrscht. Das ist schon heftig, ja. Das heißt also, wir haben in Vers 5, ist die Rede von Ptolemäus dem Ersten und Seleukos dem Ersten, die beiden Reichsgründer. Nicht erwähnt wird Antiochus der Erste Sotea. Und die Bibel springt direkt rüber hier, dass die beiden Einigkeit machen wollen und ihre Kinder da miteinander verheiraten wollen, ja. Hochzeit mit Antiochus dem Zweiten. Ja. Kann man verstehen, ja, ne? Das heißt, unsere Liste sieht so aus. Und das ist natürlich heftig, ja? Weil jetzt ändert sich die Zählweise, ja? Das ändert sich hier runter, der wird der Dritte, Entschuldigung, der wird der Zweite, der wird der Dritte und Antiochus ist damit der Siebte. Und in der Endzeit kommt eine endzeitliche Wiederholung von Antiochus Epiphanes, den ich als Antichrist erwarte. Nicht Titus, kein römisches Reich, sondern ein Antiochus kommt. Und wir haben ja gestern schon mal gesagt, ja, für die jetzt gestern nicht da waren, Antiochus hat ja auch 7 Jahre regiert, eine Jahrwoche. Antiochus hat ja in der Mitte seiner Herrschaft einen Gräuel der Verwüstung angerichtet. Ich zeige euch den gleich nochmal im Text, kann man den sehen. Und dann seht ihr auch, in welchem Zusammenhang das da steht. Und darauf verweist ja Jesus und sagt, der Gräuel der Verwüstung, der kommt nochmal. Und wer den Daniel liest, der merke darauf. Dann sage ich, okay, wir lesen den Daniel und merken mal drauf, worauf merken wir denn, wer den Gräuel der Verwüstung angerichtet hat. Und das war Antiochus. Und der ist ein Horn des Ziegenbocks und keiner Wölfin. Ja? Das ist eine griechische Linie. Und Jesus schaut über Titus hinaus, in die allerletzte Endzeit, in die 70. Jahrwoche schaut er. Und natürlich hat seine Aussage über Jerusalem auch Impact gehabt auf die Gemeinde damals, ja, dass die zum Teil dann geflohen sind aus Jerusalem, als die Belagerungsring unter Titus und Vespasian gelockert wurde. Ja, wird ja auch immer wieder gepredigt. Ja, Vespasian hat Jerusalem belagert, 69 vor Christus. Dann ist er zum Kaiser gekrönt worden, Nero ist gestorben. Vespasian wird von den Truppen in Afrika und in Schottland zum Kaiser ausgerufen. Er geht nach Rom, sein Sohn Titus bleibt dort. Und in der Zeit wurde, weil keiner genau wusste, was will denn jetzt der Nero, was will der Vespasian, wurde der Belagerungsring um Jerusalem kurz geöffnet. Und dann sind alle Christen aus Jerusalem geflohen. Und dann, als der Vespasian Kaiser wurde, sagt er, hier Titus, weitermachen. Und dann rums haben wir den Kreis wieder zugemacht, 70 nach Christus, und dann wurde Jerusalem zerstört. Und die Christen haben wohl, das wird so gesagt, ob das so ist, weiß ich nicht genau, ich kann das nur so wiederholen, dass sie wegen Matthäus 24 dann Jerusalem verlassen hätten, ja, weil das in den Endzeitreden Jesu steht, dass sie fliehen sollen aus Jerusalem. Wer den Gräuel der Verwüstung sieht, wer im jüdischen Land ist, ja, der fliehe in die Berge und geht nicht zurück. Das geht alles ruckzuck und schnell und unerwartet. Ja. Das heißt, die Endzeitreden Jesu haben sicher auch auf die Urgemeinde in Jerusalem zur Zeit der Römer Auswirkungen gehabt und Inhalt gehabt und Aussage. Aber der eigentliche Blick geht auf die letzte Zeit, vielleicht in unsere Zeit, in die letzte 70. Jahrwoche. Und das ist immer bei Daniel auch. Die Bibel erzählt jemand Historischen und sagt, guck mal, das kommt wieder. Deswegen erzähle ich euch das so exakt, weil das wieder kommt. Ja? Also was wir haben ist natürlich, wenn wir das historisch zählen, ist klar, ne? Antiochus wäre dann der Achte und dann wäre der Antichrist der Neunte. Das wäre eigentlich so, wie du sagst, ja? So könnte man es ja auch machen. Aber es ist die biblische Zählweise ist halt anders, die ist so, ja,
der fällt halt aus und die Nummerierung wird überspringt ihn und Antiochus ist der siebte und dann kommt, hoppla, dann kommt irgendwann der Endzeitliche und der ist dann der achte. Das sind die beiden Zählweisen, die man so gegenüberstellen kann. Jetzt ist natürlich so, ja, da muss man vielleicht nochmal vorwegschicken, diese historische oder diese biblische Beschreibung von Antiochus Epiphanes, die geht von Vers 22 bis Vers 45. Wenn man das aber genau liest, dann sieht man, es geht nur von Vers 22 bis Vers 35 und Vers 36 bis Vers 45 spricht von einem ganz anderen König. Von einem König, der dem Antiochus aufs Haar gleich ist, ja, der dem genau gleicht, wie Janus köpfig, aber dem gelingen wird das, was Antiochus nicht gelang. Ihr wisst schon, was Antiochus nicht gelang, ja? Da konnte Ägypten nicht erobern. Warum? Weil der Laenas kam und hat gesagt, du musst nach Hause. Dann ist er auch nach Hause gezogen, hat in Jerusalem ein Gräuel der Verwüstung angerichtet. Das haben wir alles schon, das habt ihr alles parat. Ihr habt eine ganz andere Perspektive jetzt, ja? Und vor dem Hintergrund könnt ihr die Texte jetzt sehr, sehr gut und sehr nüchtern einordnen, ja? Das wird plötzlich, das fängt an und wird scharf, als ob man den Beamer ein bisschen schärfer stellt, ja? Man kann das schärfer sehen. Und das ist so Handwerkszeug, was wir brauchen, um auch Texte im Neuen Testament zu verstehen. Und dann wird unser Glaube ist dann sehr wortgegründet. Und dieses Wort könnt ihr aufsuchen, ob es euch gerade gut geht oder ob ihr depressiv seid. Das ist egal, weil das Wort bleibt. Ja? Unser Glaube gründet nicht auf unserer Emotion. Unser Glaube gründet auf dem Wort Gottes. Ich mache das manchmal auch. Ich schlage das auf und sage, steht es immer noch da? Ah, steht noch da. Dann nehme ich meine Elberfelder Bibel, steht das da, wie in der Luther auch, ja, Züricher, also steht überall noch da. Das ist fest. Der Glaube, das haben wir doch heute auch als Bibeltext gehabt, ja, als Leser heute Morgen. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes, aus dem Wort Christi. Wenn die Predigt nicht aus dem Wort Christi kommt, dann ist die Predigt Referat oder Vortrag, ja, aber sie ist nicht Predigt. Die Predigt kommt immer aus dem Wort Gottes. Wenn sie nicht aus dem Wort Gottes kommt, ist sie keine Predigt, ja. Sie kommt oft heute nicht aus dem Wort Gottes. Woher kommt sie denn? Aus dem Bauch. Aus dem Bauch der Pastoren. Die müssen aber aus dem Wort Gottes predigen. Ja? Wenn die aber über den Bauch predigen, dann spricht die Menschen das an. Probleme, ja, ich will nicht zynisch sein, ja? Aber man spricht über irdische Probleme. Man spricht über Sorgen im Alltag. Man spricht über Lebensführung. Man spricht über den Wandel, weil man damit den alten Menschen anspricht und der kommt am nächsten Sonntag auch wieder. Aber man spricht kaum noch über die Stellung in Christus. Ja, man spricht über das, was wir empfinden, was wir fühlen, welche Wünsche wir haben, welche Neigungen, welche Probleme wir haben im Alltag und Jesus hilft. Das spricht den natürlichen Menschen an. Ja? Aber die Stellung in Christus, die Rechtfertigung in Christus, das, was wir in Christus, das kommt nur aus dem Wort Gottes. Das kann der Mensch nicht fühlen, das hat er nicht im Bauch. Das hat er im Wort Gottes. Und das Wort muss gepredigt werden. Warum? Weil das vom Himmel herab geradezu zu uns kommt, in unsere Misere. In unseren Dunst, ja, und macht Licht, macht die Fenster auf, bringt den Dunst raus, ja, und bringt Klarheit. Das ist das, was das Wort Gottes macht. Das ist geistliche Chiropraxis, ja, da wird der alte Mensch wieder eingerenkt, ja, und dann steht er gerade, dann kann er laufen, weil er hat Gottes Wort und das bleibt. Das ist das, was wir suchen, ja. Und was wir hier machen, ist natürlich ein bisschen ausgefallen, ich verstehe das auch, ja. Deswegen macht man ja so Bibeltage, das ist außerhalb von dem, was man normal in der Bibelstunde macht. Aber ich glaube, dass das auch, weil je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr wird man damit vertraut. Und dann geht man irgendwann auch wieder zum ganz einfachen Evangelium zurück. Ja, der verlorene Sohn, das verlorene Schäflein, der verlorene Groschen. Ja, und dann wird das eine ausgewogene Sichtweise, die wir haben. Das ist manchmal ganz kindlich, ganz einfach. Jesus hat mich lieb, geht mir voran, er ist der gute Hirte. Ja, und manchmal machen wir Antiochus und so Zeugs, ja. Und dann wird das wie so ein gemischter Salat. Da ist von allem ein bisschen drin. Und dann schmeckt er doch ausgewogen. Ist nicht nur eins, ja? Das darf sein. Das darf auch manchmal ein bisschen scharf sein. Aber es darf nicht giftig sein, ja? Es darf manchmal ein bisschen lieblich schmecken. Da darf von allem was drin sein. Das ist das Wort Gottes. Das ist so vielfältig, ja? Und hier sind wir halt so in ein bisschen einer Spezialsituation. Aber jetzt haben wir natürlich der Antiochus, der wird auch aufgezählt, weil alle Seleukidenkönige aufgezählt werden in Daniel 11. Und der Antiochus, der wird auch erwähnt, aber nur für Vers 22 bis Vers 45, und das kann man im Text auch sehen, das ist der Vers 30, 31, 32, 33, 34, 35. Und hier ist der Vers 36, der geht hier runter bis Vers 45. Ja? Wenn ihr das nachschlagen wollt bei euch in der Bibel, die ganze Sache mit dem Antiochus fängt in Vers 22 an und geht dann, ich habe auch nochmal ein anderes Bild, Vers 21 fängt es an. Und von Vers 21 bis Vers 35 ist der historische Antiochus.
Und dann steht hier, und der Verständigen werden etliche fallen, auf dass sie bewährt, rein und lauter werden. Das sind Glaubende, die um ihres Glaubens willen den Tod erleiden, ja? Bis dass es ein Ende habe, denn es ist noch eine andere Zeit vorhanden. Dieser historische Antiochus Epiphanes ist nur eine Vorschattung. Da kommt noch eine andere Zeit. Das wird mehrfach in der Passage gesagt. Und dann kommt der Sprung. Und die, hier steht in Vers 36, und der König, in Klammern, der dann kommt, der wird tun, was er will. Und er wird sich erheben und aufwerfen wieder alles, was Gott ist. Das erinnern Sie uns an 2. Thessalonicher 2, oder? Er wird sich überheben über alles, was Gott ist. Paulus zitiert Daniel 11. Ach so, also wenn wir 2. Thessalonicher 2 verstehen wollen, müssen wir Daniel 11 kennen. Und das machen wir jetzt hier. Dann fällt uns das nachher leichter, ja? Er wird sich also wieder den Gott aller Götter, wird er greulich reden und es wird ihm gelingen. Es wird ihm gelingen. Dem Antiochus wird es nicht gelingen, dem Historischen. Aber er wird Ägypten erobern, ja? Es wird ihm gelingen, bis der Zorn aus sei, denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Und die Götter seiner Väter und so weiter wird er und so weiter. Dann geht es immer weiter mit Antiochus Epiphanes. Bis zum Schluss. Und der Riss, der Bruch, der Wechsel vom 7. auf den 8. König, der ist hier zwischen diesen Versen. Und Scofield vermerkt das hier auch und sagt, das ist die Weissagung über den eigenwilligen König. Das ist noch ein anderer König als der historische Antiochus. Und er ist kein Römer. Er ist nämlich aus der Dynastie der Seleukiden. Ja? Daniel springt nicht von der Dynastie der Seleukiden zu den Römern. Und wenn Rom gemeint wäre, müssten doch hier Cäsaren auftauchen, Tiberius und Vespasian und Caligula und wie sie alle hießen. Ja, die müssten doch hier genannt werden. Werden sie aber nicht. Warum nicht? Weil es alles eine griechische Linie ist. Alexandrinisch, Diadochisch, Seleukidisch, Antiochus, Antichrist. Das ist die Linie. Das ist natürlich unglaublich, ja. Ich habe da lange gesessen und habe gesagt, kann doch nicht sein, dass das Römische Reich komplett von Daniel übersprungen wird. Aber es ist so. Es ist so, ja. Okay, auch hier noch mal eine Anmerkung von Scofield auch dazu. Ihr kennt das auch schon, ja? Ist jetzt halt nur Teil der Folie hier. Und schauen uns mal dieses Tier, dieses römische Tier, was da in der Endzeit aufkommen soll, schauen wir uns mal an. Da steht, und ich trat dann in den Sand des Meers und sah ein Tier, des Völkermeers, ja? Und ich sah ein Tier, ein schreckliches Tier aus dem Meer steigen, aus dem Meer der Völker. Das hatte 7 Häupter, da kommen wir noch mal drauf. Das hatte 7 Häupter. Und 10 Hörner, und auf seinen Hörnern 10 Kronen, und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung. Die Namen der Lästerung auf den Häuptern haben wir eben schon gesehen. Sotea, Theos, Epiphanie. Namen der Lästerung. Das finden wir hier wieder, ja? Offenbarung sind wir jetzt. Und jetzt steht, und das Tier, das ich sah, war gleich einem Parder oder einem Panther, und seine Füße wie Bärenfüße, und sein Mund wie eines Löwenmund. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Stuhl und große Macht. Ist das ein Tier aus Rom? Nö. Das sind alles Weltreiche aus dem Vorderen Orient, aus dem Zweistromland. Und zwar unbestritten, oder? Das ist ja Daniel. Und Daniel beschreibt ja von einem Löwen, einem Bär und einem Panther. Von Babylon, Persien und Griechenland. Ja? Er schreibt nicht von Europa. Er schreibt nicht vom Tiber, er schreibt vom Euphrat. Wir müssen den Blick halt vom Tiber wegwenden und in den Vorderen Orient, weil dort ist die Geschichte Gottes. Hat sie angefangen, ist sie verlaufen und wird sie auch enden. Wir sind doch nur Gnadenwahl. Das Evangelium ist zu Jaffet gegangen. Ja? Es war bei Sem, bei den Semiten. Da war Gott. Und Gott ist zu Jaffet gegangen. Wer sagt es? Noah. Noah sagt in seinem Segen zu seinen 3 Söhnen, ja, er hat ja 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet, Semiten, Hamiten ist so Kanaan und Nordafrika und Japhet ist Europa. Das ist Japhet, kann man sehen, kann man Karten zeichnen, wenn man möchte. 1. Mose 10, Völkerkarte. Könnt ihr euch ein großes Blatt Papier nehmen, malt Europa und Vorderasien drauf, dann könnt ihr die Stämme alle eintragen. Dann seht ihr, wo Japhet ist und wo Sem ist und wo Ham ist. Und jetzt sagt Noah was ganz Seltsames, Gott breite Japhet aus, und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems. Wie, ja, und Sem? Ja, Sem ist raus aus dem Zelt. Ja, wie, Moment, Sem fliegt raus und Japhet wohnt dort, wo Sem vorher wohnte. Ja, genau, warum? Weil das Evangelium zu uns gekommen ist. Wir hatten das Evangelium zu uns gebracht, der Paulus. Paulus hat verstanden, beziehungsweise hat Gott ihm gezeigt, komm herüber und hilf uns im Traum. Ja? Da geht Paulus
von Asien nach Europa. Er geht von Sem nach Japhet und erfüllt den Segen Noahs. Gott breite Japhet aus. Die Europäer sind nach Amerika, nach Australien, nach Südafrika. Die sind in die ganze Welt. Gott breite Japhet aus und lasse ihnen wohnen in den Hütten des Sem. Sem ist beiseite gesetzt und Japhet wohnt am Herzen des Gottes Sem. Das ist das, was Noah sagt. Und Paulus zieht durch Asien durch und der Geist wehrte ihm zu predigen in Bithynien. Vielleicht kennt ihr das. Da wollen sie durch Mysien ziehen und durch Galatien, aber der Geist ließ es ihnen nicht zu. Apostelgeschichte. Alle sagen, was, wieso das denn nicht? Ja? Was ist denn da passiert? Und dann hat er nachts einen Traum, dass ein mazedonischer Mann ihn ruft und sagt, komm rüber und hilf uns. Und dann geht er nach Europa. Der Paulus hatte vor, ich mach's mal so spiegelverkehrt, der Paulus hatte vor, der wollte halt durch Bithynien ziehen und dann wieder zurück nach Antiochien. Ja, das war seine Route. In der Türkei war der. Ja, Türkei, Bithynien und oben am Schwarzen Meer vorbei und wieder zurück. Der wollte wieder zurück, der wollte nicht nach Europa. Und dann lässt ihm der Geist Gottes das nicht zu. Na gut, sagt er, gehen wir halt die südliche Route, gehen wir am Mittelmeer vorbei und gehen wieder zurück nach Antiochien. War ja Paulus' Missionsreise. Aber der Geist hat es ihm auch nicht zugelassen. Der Geist Gottes hat ihn immer weiter nach Westen gedrängt. Wohin denn? Nach Japhet. So ist das Evangelium zu Japhet gekommen. Aber das Evangelium geht ja wieder heim. Das geht wieder zurück zu Sem, wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Ja? Und deswegen dürfen wir nicht immer da schauen, wo wir wohnen, nicht nach Europa, dass wir meinen, wir wären das Zentrum der Erde. Der Mittelpunkt der Welt ist halt Israel. Ja? Geografisch auch. Und dort werden die Dinge wieder ablaufen. Das ist aber ein Blick, den wir nicht gewohnt sind. Ich frage mich aber immer, so ein chinesischer Christ, glaubt der auch Peking wäre, dann der Antichrist kommt aus Peking? Und glauben die auch da, dass sie, wo sie sind, der Mittelpunkt der Erde? Also wie ist denn das, ja? Wir glauben sowas ja und wir müssen uns da vielleicht ein Stück weit bekehren und zur Bibel zurückkehren und zur Schrift, ja? Das ist aber also unfassbar. Ja, das sind zwei verschiedene Bilder. Einmal der Ziegenbock kämpft gegen den Widder. Und dann gibt es nochmal ein spezielles Kapitel, wo der Alexander als ein Panther dargestellt wird. Ja, also man hat dreimal diese Bilder von Raubtieren, eigentlich viermal. Also die Weltreiche werden einmal als Raubtiere bezeichnet, und zwar Babylon als der Löwe, Persien als der Bär und der Alexander als der Panther. Und dann gibt es später dieses Bild, wo dann nur Alexander und Persien beschrieben wird, wie die miteinander kämpfen und die werden als Widder und Ziegenbock dann beschrieben. Ist ein unterschiedliches Bild, ja. Aber bei diesem Kapitel, wo die Weltreiche als Raubtiere bezeichnet werden, hat man Griechenland als Panther. Das Frappierende ist nur hier, dass das in der falschen Reihenfolge steht. Ja, das ist ja falsch rum aufgezählt. Da müsst ihr eigentlich sagen, Löwe, Bär, Panther. Da müsst ihr ja sagen, Babylon, Persien, Griechenland. Die Reihenfolge war doch so. Scheinbar hat sich Johannes vertan. Der hat es irgendwie falsch geschrieben. Gut, ja, vielleicht war der nicht so gut im Schreiben. Nee, war der nicht. Der wusste, was er tut. Ich glaube, dass er damit sagen will, alles läuft wieder zurück. Es läuft zurück dorthin, wo es war. Und wer weiß, wie es damals war, der weiß, wie es wieder kommt. Deswegen schauen wir uns an, wie es damals war mit Antiochus, weil wir dann wissen, wie es kommt. Wir schauen uns Jesaja an, weil Jesaja schon beschreibt, wie es kommt. Wir schauen uns Hiskia an, die Belagerung Jerusalems, dass er ein Problem hat, dass Kinder nicht geboren werden können, weil das wieder kommt. So funktioniert Prophetie in der Bibel, dass Gott im Alten Testament das alles schon aufgeschrieben hat. Und weil wir so wenig im Alten Testament bewandert sind, deswegen haben wir so Probleme, im Neuen Testament zu verstehen, was da steht. Und wenn man das Alte Testament besser kennen würde, dann würde man sehen, ich erzähle eine ganz alte Geschichte. Ich erzähle gar nichts Neues. Das ist eigentlich was immer schon erzählt wurde. Ja? Ja? Das ist ja auch meine Frage. Ja? Ist das Reich, was kommt, ist das so ähnlich, dass es Babylon mehr ähnelt als allen anderen Reichen und Persien? Und, weißt du, das ist ja gerade meine Frage. Er könnte ja sagen, das ist ein ganz neues Tier, was es noch nie vorher gegeben hat. Aber er sagt, dieses Tier ist wie Babylon, wie Persien, wie Griechenland. Warum? Weil das alles kumuliert und auch aus der Gegend kommt. Wenn wir das so beibehalten, diese Sichtweise, ergibt sich eine ganz saubere, durchgängige Struktur in der Bibel. Wenn wir einen Bruch machen und wechseln zum Römischen Reich und sagen, das Römische Reich kommt wieder, dann würde ich sagen, okay, dann zeigt mir das Römische Reich in Jesaja und Jeremia. Weil der Engel kommt ja, in Klammern Christus, kommt ja zu Daniel und sagt, ich will euch zeigen, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht. Und zwar im damaligen Kanon.
dann muss also in Büchern, die älter sind als Daniel, vom Römischen Reich berichtet werden. Und das wird es nirgendwo. Das gibt es nicht. Ja? Das heißt also, zu wechseln für die Endzeit zu einem römischen Weltreich ist ein Bruch in der Geschichte der Bibel. Warum macht man das? Ganz einfach, weil man auf das achtet, was vor Augen ist. Ja? Und das, was wir vor Augen sehen, nämlich ein großes politisches europäisches Reich, das interpretieren wir in die Texte der Bibel hinein. Das darf man nicht. Das ist im Paradies schon falsch gewesen. Ja? Die Eva hat ja den Baum angeschaut und hat gesagt, oh, der Baum ist gut anzusehen, der ist lustig und der macht klug, da esse ich mal ein bisschen was von. Aber die Eva hatte eigentlich über Adam ein Wort Gottes empfangen, dass sie nicht essen sollen von diesem Baum. Ja? Das heißt, die Eva hat ein Wort empfangen, aber sie geht hin und macht sich ihre eigene Meinung. So haben wir ein Wort empfangen von Christus, aber wir machen uns, wenn wir beurteilen Dinge, wenn wir geistlich beurteilen, machen wir uns unsere eigene Meinung. Und damit hat das ganze Drama der Weltgeschichte angefangen, dass nicht aufs Wort geachtet wird. Ja? Also die Eva sitzt am Tisch, dann kommt der Adam, setzt sich zu ihr und sagt, die Eva, wo kommst denn du her? Oh, von Gott. Ja, und was hat Gott gesagt? Wir sollen von dem Baum nicht essen. Was? Das schaue ich mir mal an. Da wollen wir erst mal sehen. Sie geht zum Baum und sagt, super Baum. Ist doch super, schau mal, wie der aussieht. Das ist doch meine Meinung ist, komm, nehmen wir mal was. Die achtet nicht aufs Wort, die achtet auf das, was vor Augen ist. Ich will das kurz machen. Damit hat das Drama der Weltgeschichte, da hat der Sündenfall angefangen mit. Das muss man sich mal überlegen. Ja? Und das passiert heute in der Verkündigung. Deswegen sage ich ja, die Verkündigung kommt heute aus dem Bauch. Das ist ein Eva-Evangelium. Da wird der natürliche Mensch angesprochen. Ja? Da wird der geistliche Mensch nicht satt von. Ist aber ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema, was jetzt überhaupt nicht unser Ding ist. Aber ich will damit nur sagen, damit will ich begründen, das Römische Reich wird hier von den Exegeten in die Bibel hinein interpretiert. Warum denn? Es wird ja was reingelegt, was überhaupt nicht da ist. Ich sage ihm, das ist nicht da. Man kann das nicht sehen in Daniel. Ja? Warum denn? Naja, aus der Auslegungstradition, aus dem, was in den ganzen Büchern steht und aus dem, was man vor Augen sieht. Ja? Aber wenn man aufs Wort achtet, sieht man eine rein griechische Linie oder vorderasiatische Linie. Ja? Und was natürlich auch spannend ist, und das ist ja auch jetzt interessant, weil wir das Standbild jetzt schon kennen, aus dem, wo wir jetzt sind, wenn man jetzt zurückschaut, dann sieht man auch, dass dort diese Weltreiche zerstört werden. Und zwar Kupfer, Silber und Gold, das sind doch die drei. Das heißt, wenn Jesus kommt, müsste doch das wieder da sein, kein römisches Reich. Dankeschön, ja, das ist genau gut, weil diese Retrospektive, wenn man jetzt zurückguckt mit dem, was wir wissen, wir sind jetzt in der dritte, vierte Klasse und sagen, was wir in der ersten Klasse gemacht haben, das war ja einfach, ja, und aus unserer jetzigen Perspektive verstehen wir, was da im Standbild eigentlich beschrieben wird, und es wird immer, wenn du die Gedanken so machst und man das durchdenkt, das dauert ein paar Tage oder ein paar Wochen, dann sieht man, ach, guck mal da, und das wird plastisch irgendwo, das wird griffig, ja, man kann das gut verstehen dann. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt müsste man eigentlich zurück zum Standbild nochmal, wenn wir hier fertig sind. Und dann seht ihr, dass das mit dem zusammenpasst, was wir hier machen. Ja, das ist nicht, und das muss zusammenpassen. Das darf nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Ja? Okay, jetzt geht zurück zu Daniel 11. Nachdem wir jetzt gerade Offenbarung 13 waren, haben dieses Endzeittier uns angeschaut, was komischerweise ist wie Babylon, Persien und Griechenland. Ja. Sehen wir hier, dass hier der Bruch im Text ist, ja, zwischen Vers 35 und Vers 36. Und wir können eigentlich sagen, wenn man das ganze Kapitel nimmt, dann ist das ganze halbe Kapitel von Daniel 11 beschäftigt sich mit Antiochos Epiphanes. Von Vers 21 bis Vers 45. Alles Antiochos. Das ist viel, ja? Das ist viel. Scheinbar ist der wichtiger als der Nebukadnezar. Oder wichtiger als der Darius und der Kyros, ja? Das wird hier in aller Breite beschrieben. Und das ist ein König, den man in der Weltgeschichte nicht kennt. Die römischen Kaiser, ja, Alexander den Großen, ja, aber ein Antiochos Epiphanes, wenn man jetzt nicht zufällig Christ wäre, da wüsste man gar nichts von. Ja? Und die Bibel macht den so groß. Ja? Was historisch ganz klein ist, macht Gott so groß. Warum? Weil er sagt, da schaut hin, achtet darauf. Ja? Jetzt haben wir gesagt, der Antiochos, der wird hier beschrieben bis zum Schluss. Das Problem ist nur, dass hier hinten steht, in Vers 45, dass er den Palast seines Gezeltes aufschlagen wird zwischen zwei Meeren um den werten heiligen Berg, bis es mit ihm ein Ende werde. Und niemand wird ihm helfen. Der werte heilige Berg, na, das ist der Berg Zion. Dann würde der Vers ja sagen, dass der Antiochos Epiphanes bei der Belagerung Jerusalems ums Leben gekommen ist. Ja, da ist die Bibel ja schon wieder ungenau.
Weil der historische Antiochos, der ist in Isfahan umgekommen, als er irgendeinen Tempel plündern wollte. Warum? Ja, weil der pleite war. Wieso war denn der pleite? Na, weil der Laenas, der nach Hause geschickt hat, der konnte Ägypten nicht erobern, der hatte Kredite aufgenommen und die musste er zurückzahlen. Und da hat er in Jerusalem den Tempelschatz geplündert und ein paar Juden getötet, Gräuel der Verwüstung, und ist dann nach Isfahan oben irgendwo im Euphrat-Tigris-Gebiet und hat da auch wieder einen Tempel ausrauben wollen. Und dann hat die Bevölkerung ihn erschlagen. Antiochos Epiphanes ist in Isfahan gestorben, nicht bei der Belagerung des Berges Jerusalem. Und jetzt sagen die Historiker, da ist die Bibel ja schon wieder ungenau. Ja, das ist ja schon, und das ist nicht zuverlässig, was Daniel da schreibt. Und ich sage doch, die Bibel macht einen Sprung. Und hier, ab Vers 36 wird von einem Endzeit-Antiochos beschrieben. Und dieser Endzeit-Antiochos, der belagert mal Jerusalem, ja? Und der kommt um, wenn Christus auf den Ölberg kommt, dann sitzt der gerade in Jerusalem, dann wird Jesus den umbringen. Und dann passt das auch. Das ist nicht irgendwie so zusammengeschrieben, ja? Sondern der wird umkommen bei der Belagerung des werten Heiligen Berges und es wird mit ihm ein Ende werden und niemand wird ihm helfen. Das heißt also, wir haben hier in dem zweiten Teil einen anderen König, einen anderen Antiochos, einen Endzeit-Antiochos, dessen Geschichte scheinbar hier schon beginnt und hier erzählt wird, und hier ein kleiner Bruch ist, ein Haarriss, als ob das so ineinander passt, diese Persönlichkeiten. Und wenn man genau guckt, dann ist das so. Aber in der biblischen Prophetie, in Daniel 11, ist das so. Man muss genau hinschauen, sieht, das ist ein Riss. Das ist ganz eng, aber da ist noch was zwischen. Ja? Warum ist das denn so eng? Weil die praktisch wie eine Persönlichkeit sind. Das, was war, das kommt wieder. Der damals Gräuel der Verwüstung angerichtet hat, der wird wiederkommen, nicht in Persona, der wird nicht auferstehen in Persona, aber dessen Weltreich, die Struktur kommt wieder. Ja, und das wird sich genauso wiederholen. Und bevor ich das vergesse, hier oben steht, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, in Vers 31, wer eine Bibel dabei hat, da steht vom Gräuel der Verwüstung. Ja, da steht, er wird ein Gräuel der Verwüstung aufrichten. Hab ich da recht, ja? Das steht da. Ja, Moment, aber... Bitte? Du hast eine Schlachterbibel. Gräuelbild, ja. Ja, Gräuelbild. Bei manchen steht es Gräuelbild. Ich sage euch gleich, warum Gräuelbild. Dieses Gräuelbild oder dieser Gräuel der Verwüstung, der ist aber scheinbar hier in der Passage, die von dem historischen Antiochos berichtet. Ja, Moment, aber den Gräuel der Verwüstung, sagt Jesus, dann wird doch der Antichrist in der Endzeit errichten, oder? Oder anrichten oder aufrichten, wie auch immer, ja? Jetzt steht das in der Bibel, aber irgendwie in der falschen, das ist ja der falsche Passage hier. Nö, die beiden, die gehen ineinander, die sind übereinander, die sind opak, die sind halb, jeder ist 50% durchsichtig. Und wenn man die übereinander legt, dann hat man ein vollständiges Bild. Ja? Das heißt also, wir sehen hier, der historische Antiochos Epiphanes, der hat auch einen Gräuel der Verwüstung aufgerichtet, und zwar in der Mitte seiner Herrschaft, weil der ja auch eine Jahrwoche lang geherrscht hat. Der hat 7 Jahre geherrscht, von 171 bis 164. Und 168 vor Christus, in der Mitte dieses Jahres, war er in Jerusalem, weil er Ägypten nicht erobern konnte, hat Laenas ihn nach Hause, ihr wisst das alles, ja? Und da hat er ein Gräuel der Verwüstung angerichtet. Und das heißt, Daniel weissagt hier, von einem König, der 300 Jahre später kommen sollte. Daniel weissagt 550, der kommt 170, 160. 300 Jahre, 400 Jahre, ja? 400 Jahre später. Das heißt, Daniel weissagt zunächst mal nicht vom Antichrist, sondern Daniel weissagt zunächst mal vom Antiochos Epiphanes. Und wenn man den Text genauer liest, und Jesus zuhört in Matthäus 24, dann verstehen wir, dass das eine Perspektive auf die Endzeit hat. Denn er sagt, wenn ihr sehen werdet, ist dieser Zukunft, der Gräuel der Verwüstung, damit meint er nicht den Römer Titus, sondern die letzte 70. Jahrwoche. Das wird sich auch wieder 1:1 wiederholen. Ja? Das ist eine ganz andere Perspektive. Und deswegen verweist Jesus darauf und sagt, wenn ihr hier vom Gräuel der Verwüstung lest, in Römer 12, Daniel 12, Vers 11 steht auch nochmal davon, ich glaube Daniel 8 nochmal, dreimal in Daniel, wenn er von diesem Gräuel der Verwüstung hier liest, dann achte darauf, weil den hat Antiochos angerichtet und der kommt wieder. Das ist das, was da geschrieben steht. Das ist natürlich eine ganz andere Perspektive, aber mit der Rom-Theorie kommt er hier nicht weiter. Da ist Hängen im Schacht. Und deswegen ist es oft so, dass die Ausleger, wenn die über Daniel sprechen, dann predigen so bis Daniel 7, vielleicht bis Daniel 8,
Dann kommt nochmal 70. Jahrwoche, Daniel 9, und dann ist Schluss. Warum? Naja, weil man sagt, ja gut, Daniel 10, 11, 12, das ist historisch. Aber das hat für unsere Prophetie ja nichts zu tun, weil wir sind ja hier in Rom. Es kommt das Römische Reich. Da sind ja nur Seleukiden aufgezählt und Ptolemäer. Und da kennt man sich auch nicht so gut mit aus. Das war auch so eine Nische in der Weltgeschichte. Das große Rom hier, ja, die gucken auf die Augen. Das große Römische Reich, das ist wichtig, weil die auf die Augen gucken. Wir machen das aber nicht. Wir glauben, dass dass eine Linie ist. Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, habe ich euch ja gestern gezeigt. Ja? Das ist ein Guss. Warum? Weil der wiederkommt. Nicht ein endzeitlicher Titus. Ja? Und dann hat man eine ganz andere Perspektive hier und versteht auch, warum hier ein Bruch ist. Man versteht, warum dieser hier hinten bei der Belagerung Jerusalems ums Leben kommt, wo der nicht ums Leben kam bei der Belagerung Jerusalems. Ja? Man versteht, warum hier ein Groll der Verwüstung beim historischen Antiochos Epiphanes steht, wo Jesus 200 Jahre später sagt, das kommt nochmal, achtet mal darauf. Ja? Das plötzlich kriegt das alles Struktur. Da sind überall Punkte, die man verbinden kann. Und dann entsteht so ein Netz, wo man sich drin befindet, wo das untereinander vernetzt ist. Ja? Und jetzt haben wir eigentlich hier diese Zählweise, die sehen wir jetzt auch hier. Ja? Wir haben der fehlt, dieser zweite fehlt und die Zählweise geht so weiter. Antiochos wird der siebte, historisch war er der achte, in der Bibel ist er der siebte und dann kommt der Antichrist, der ist der achte. Und er ist von den sieben und er fährt in die Verdammnis. Kennt ihr das irgendwoher? Das steht ja in der Offenbarung. Ja, das wird ja heißen, dass die Offenbarung den Daniel zitiert. Ja, ist ja naheliegend. Das sind ja so verschwisterte Bücher in der Bibel. Ja, Offenbarung und Daniel sind ja sehr eng miteinander verbunden. Das heißt also, das ist der achte und der ist von den sieben. Und das ist eine Bibelstelle, die haben wir hier in Offenbarung 17. Das Tier, das gewesen ist und nicht ist, Antiochus, das ist der achte. Und der ist von den sieben und fährt in die Verdammnis. Jetzt kennen wir Daniel. Die Struktur entsteht nur, wenn der zweite König übersprungen wird. Das ist alles inspiriertes Wort Gottes. Das ist absolut zuverlässig. Ich freue mich darüber, ja, wie ein Kind. Das ist alles zuverlässig. Und wenn irgendwelche Theologen sagen, ja, das ist da historisch nicht genau, dann sage ich, ihr seid Tölpel. Ja? Ihr steht vor einem Massiv, vor einem Berg als verweslicher Mensch und sagt, den gibt's nicht, den Berg. Ja? Ihr wisst nicht, was macht ihr denn da? Das ist Gottes Wort. Ja? Das heißt also, wir hätten eine Verbindung hier von Offenbarung 17 mit Daniel 11. Und der sagt eigentlich, Vers 9, hier ist der Sinn, zu dem Weisheit gehört, die sieben Häupter, ja, die sieben Häupter sind sieben Berge, nicht sieben Hügel. Dankeschön, nicht Rom, ja. Das Hügel und Berg ist was anderes im Griechischen auch, ja. St. Petersburg liegt auf sieben Hügeln, Lissabon liegt auf sieben Hügeln, Moskau liegt auf sieben Hügeln. Amman liegt auf sieben Hügeln. Jerusalem liegt auf sieben Hügeln. Es gibt viele. Siegen soll auch auf sieben Hügeln liegen. Das wäre schön, weil der Antichrist, der würde dann das R rollen, da würde man ihn schneller erkennen können. Ja? Es gibt ganz viele Städte, die auf sieben Hügeln liegen. Es muss nicht zwingend Rom sein. Rom liegt auch nicht auf sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, sondern auf sieben Hügeln. Gell? Was erzählt man denn da? Das ist nicht seriös. Ja? Das stimmt. Das ist richtig, ja. Ja, ja, das ist so, hat sich so verfestigt irgendwo, dass ich sehr viel Widerstand kriege, wenn ich sowas sage, ja. Weil die meisten sagen, das hat ja noch nie einer erzählt, was machst du da für einen Unsinn, ja. Aber was ich euch hier zeigen will, ist nur, die sieben Häupter sind halt nicht sieben Hügel, sondern sieben Berge, auf welchen das Weib sitzt und sind sieben Könige. Ja, was sind da sieben Könige, wo sind denn die sieben Könige in Rom? Da müsste für jeden Hügel in Rom müsste dann ein König oder ein Kaiser oder so sein. Was meint das denn? Ja? Ihr kennt jetzt aber die sieben Könige. Das waren historisch acht. Aber weil Gott einen hat auslassen, sind es sieben Könige und sieben Berge, sieben Reiche, sieben Dynastien der Seleukiden. Ja? Es sind sieben Könige, fünf sind gefallen, das sind schon historisch. Und irgendwann nimmt Gott diese Linie wieder auf. Das fängt so schleichend irgendwie an. Fünf sind gefallen. Einer ist
Ich würde mal so sagen, um da ein bisschen zügiger drüber wegzugehen, nicht so sehr im Detail sich zu verlieren, wenn das wieder, wenn die 70. Jahrwoche anfängt, wieder zu kommen, zu laufen, dann wird ein sechster König da sein und dann kommt der siebte König, wo steht im Moment, wo sind wir? Einer ist und der andere ist noch nicht gekommen, das ist dann praktisch der sechste König, ja? Der 15 gefallen, einer ist der sechste König und der andere ist noch nicht gekommen, das ist der siebte König. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist das und nicht ist, das kommt dann danach. Der siebte König bleibt nur eine kleine Zeit und dann kommt der achte. Und der ist von den sieben und der fährt in die Verdammnis. Da habe ich mit jemand gesprochen, der ist Doktor der Theologie und sehr gut betraut mit der Übersetzung von Bibeln. Und er sagt, das habe ich noch nie gehört, aber das stimmt. Der traut sich nur nicht, das öffentlich zu sagen. Die haben alle noch nicht den Mut, weil die wissen, was das heißt. Wir kriegen einen Riesenstress. Ich erlaube mir das, ja. Ich bin auch nicht so abhängig davon, den Leuten, kann ich mir das, als Rentner kann ich mir das erlauben, ja. Müsste man sich aber erlauben, wenn man im Angestelltenverhältnis wäre, das ist ja Gottes Wort. Ich kenne Pastoren, die sagen, ja, wenn ich mal in der Rente bin, dann kann ich predigen. Jetzt, wenn ich jetzt predige, fliege ich ja raus, dann verliere ich meine Rente. Ja, und dann warten sie, bis sie Rentner sind, dann stehen sie auf der Kanzel und dann kommt nichts mehr. Dann kommen nur noch Richtigkeiten. Aber Gott bekennt sich da nicht mehr zu. Wenn Gott was gibt, dann muss man gehen, egal ob man da von der Rente abhängig ist oder nicht. Gott hat immer Wege dafür, ja? Aber ich kann nicht sagen, ich warte damit mit meinem Manna so lange, bis ich in Rente bin und mache die Dose auf und ist alles verfault, ja? Das hält ja nicht, ja? Es gibt Brüder, die das sagen, der Antiochos Epiphanes, der antike Antiochos, der muss wieder auferstehen. Oder dass der Teufel in der Endzeit die Auferstehung nachäfft. Ich glaube das nicht, weil das kennen wir so nicht. Ich halte mich sklavisch an den Text. Ja, 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 natürlich, ja. Ja. Ich habe euch ja von Jabin und Sisera erzählt. Ja? Also wir haben in der Endzeit ja dieses Pärchen vom Antichristen und vom falschen Prophet. Und dieses Pärchen, das gibt es schon im Alten Testament. Jabin und Sisera, Sihon und Og, Seba und Salmuna. Ja, das heißt, das gibt es schon mal im Alten. Alles, was im Neuen Testament ist, gibt es schon im Alten Testament. Alles. Dieser Jabin wurde getötet von Josua und im Richterbuch ist er plötzlich wieder da. Das ist so ein Tier im Alten Testament, was war und nicht war und wieder da ist. Ja? Ich glaube nicht, dass der Antiochos Epiphanes in persona wieder auferstehen würde oder ich sag, vielleicht abgesetzt würde oder so, weil das auch von den sieben im Vorbild, die wir dort haben, nicht passt. Ich zeige euch gleich nochmal die in Daniel. Ja? Der zählt die ja auch alle auf, die Seleukidenkönige. Ich habe es am Anfang ja durchnummeriert. Und der Vorgänger von Antiochos, der sechste, der bleibt nur kurze Zeit und dann kommt Antiochos, ein Ungeachteter. Das steht so in Daniel 11. Das heißt, das, was hier so kurz beschrieben ist, ja, dass der nur kurze Zeit bleiben muss und dann das Tier kommt, ja, was war und nicht ist, das können wir in Daniel 11 so lesen, ja, ja. Ich will damit nur sagen, ein Achter, der von den sieben ist, da braucht ihr nicht zu spekulieren. Es gibt Theologen, die sagen, diese sieben Könige, die da aufgezählt sind, das ist Assyrien, Babylon, Medien, Persien, Griechenland, das antike Rom und das endzeitliche Rom. Ich sage, okay, das ist gut, aber wo ist denn die Liste? Ja, die gibt es so in der Bibel nicht. Das hat man sich so zusammengesucht. Ja, das existiert ja nicht. Man kann auch sagen, Ägypten, Assyrien, Babylon, Medien, Persien und dann Seleukiden und antikes Rom und endzeitliches Rom, da hätte man acht. Aber es gibt diese Liste nicht. Ich habe eine Liste. Wo denn? In Daniel 11. Na ja gut, in Daniel 11 ist ja ein König ausgelassen. Genau, dadurch entsteht die ja überhaupt erst. Ich habe sieben Könige, die stehen in der Bibel. Ich muss mir die nicht zusammensuchen aus Weltreichen. Ich muss da nichts reininterpretieren. Ich bleibe radikal und stoisch an diesem Wort Gottes kleben. Ich klebe da dran. Also wie so ein Klimakleber, ja. Ich habe mich da dran. Ich will da nicht weg von. Ich will auch nicht spekulieren. Ich mache so eine ganz strukturierte, ganz, ganz enge Linie an der Bibel entlang. Und das, was ich euch zeige, wenn wir jetzt zurück in Daniel 11 gehen und den Text lesen würden, findet ihr das, was in der Offenbarung steht, findet ihr in Daniel 11 auch wieder. Das ist ganz, ganz eng miteinander verbunden. Das klingt nur im Moment ein bisschen ungewohnt oder neu, ja? Seht mal, das Weib sitzt auf diesen sieben Königen und diese sieben Könige, das sind doch hier die sieben. Da ist da eine Beziehung.
Der Achte, der kommt, der ist von den sieben Königen. Von welchen sieben Königen? Von den sieben Seleukidenkönigen stammt er ab, weil das Seleukidenreich in der Endzeit wieder aufkommt. Es kommt ein endzeitliches Syrien, kleiner und schwächer, weil nur ein Fuß und kein Schenkel, Standbild. Aber Syrien wird wiederkommen und aus Syrien kommt der, ein kleines Horn. Dann kommen wir in eine ganz andere Richtung und dann sagen wir, dieser Endzeitliche ist eigentlich ein Syrer, weil er Syrer ist, ist ein Seleukide, weil er ein Seleukide ist, kommt er von Alexander, dann haben wir diese ganze griechische Linie. Und da schließt sich dann der Kreis. Ja? Diese sieben Berge sind nicht sieben Hügel, sondern sind sieben Könige. Und dieser Achte ist von den sieben Königen und von den sieben Weltreichen, von den sieben Dynastien. Das ist der Achte, der kommt. Und dieser Achte ist der Antiochos Epiphanes. Es sind auch sieben Häupter. Ja? Dieses Tier hat sieben Häupter und zehn Hörner. Dieses Tier kommt also aus der Seleukiden-Dynastie. Die sieben Häupter haben wir in Daniel 11. Dieses Tier ist ein Ziegenbock und keine Wölfin. Es ist immer dasselbe. Das heißt, wir kommen jetzt praktisch von der Argumentation zurück und sehen, diese sieben Häupter hier sind sieben Berge und nicht sieben Hügel. Und wir haben eine Liste in der Schrift, eine Liste, die eigentlich acht sind, historisch. Aber Gott hat sieben draus gemacht und dann doch wieder acht. Das ist was Besonderes. Und ich kann die Liste einfach in der Bibel zeigen. Ich muss mir auch gar nichts zusammenspekulieren. Ja? Jetzt sitzt also hier, das ist auch dein Thema. Ja? Er brachte mich im Geist in die Wüste. Das ist eine geistliche Endzeitwüste. Das ist eine verwüstete Wüste. Es wird eine Verwüstung kommen. Eine große Verwüstung. Die Verwüstung wird bis zum Ende kommen. Es wird ein Gräuel der Verwüstung geben. Der Engel bringt ihn in eine Wüste. Und ich sah ein Weib, ich denke, das ist Jerusalem, sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier. Das war voll Namen der Lästerung. Sotea, Epiphanes, ja, Theos. Sieben Häupter hatte dieses Tier und zehn Hörner. Und diese sieben Häupter, die waren voll Namen der Lästerung. Die haben wir eben gelesen. Das ist die Liste. Das heißt, wenn wir Daniel 11 kennen, und wir haben den nur gestreift jetzt, wir sind da ja mal im wenn ihr den Daniel 11 mal zwei Wochen lang in Ruhe lest, müsst ihr nicht machen, ja, aber wenn man das machen würde und sich da einarbeitet und dann das hier liest, da macht's klick, 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 klick. Und dann ist Rom vollkommen obsolet. Das Römische Reich stört geradezu in der Blickrichtung hier, ja. Da entsteht eine ganz neue Perspektive. Und nochmal, ich glaube, dass wir im Römischen Reich leben. Und das fliegt uns gerade um die Ohren. Das bricht gerade auseinander. Und zwar mit Pauken und Trompeten. Nächstes Jahr sieht die Welt hier anders aus. Dann werden die Spritpreise nämlich umgelegt, weil wir zahlen ja noch an Russland und wir zahlen den achtfachen Preis an Indien. Wer weiß dann, ob es noch Bibeltage gibt. Da können wir schon noch Auto fahren. Da kostet der Liter aber 15 Euro. Ich weiß es nicht. Europa wird zerbrechen und wir sehen das schon. Warum? Weil Gott seinen Segen von uns nimmt. Weil die europäischen Länder gottlos geworden sind. Gott geht wieder mit seinem Evangelium nach Hause. Ja? Und das sehen wir. Und dann kommt etwas ganz anderes, etwas, was in der Bibel steht. Das Römische Reich spielt überhaupt keine Rolle in der Endzeit. Und wie Europa dann aussieht und was mit uns wird, das werde ich oft gefragt. Dann heißt es ja, was ist denn mit Europa, was ist denn mit uns, wie geht es denn hier weiter? Sage ich, ich weiß es nicht. Es kann sein, dass es hier so ganz normal weitergeht. Flachbildschirm, neues iPhone, Malle. Und plötzlich kommt Jesus wieder. Ja, und keiner war vorbereitet. Kann sein. Kann auch sein, Europa sieht beim zweiten Kommen Jesu so aus wie beim ersten Kommen. Viel Wald, wenig Menschen. Das weiß niemand. Ja? Die Bibel konzentriert sich mit ihrem Fokus auf den Nahen Osten. Jeremia 25 sagt mal, das sagt Gott, glaubt ihr, wenn ich mit meinem Volk Israel ins Gericht gehe, dass ihr ungeschoren davonkommt? Das wird nicht sein. Ihr werdet wahnsinnig werden vor dem Schwert. Und das geht an die Inseln. Ägäis, Griechenland, Jaffet, Europa. Das sagt auch die Schrift, aber nur sehr zurückhaltend. Ja? Es ist nicht so, als wenn Europa kein Gericht verdient hätte. Ja? Aber das wollte ich euch so eigentlich zeigen, deswegen sage ich, da fehlt ein König. Ja? Der Antichrist, das ist der Achte. Der wird zum Achten gemacht. Ja? Weil der eigentlich war doch der Antiochus der Achte. Genau, der ist ja auch das antike Vorbild. Ach so. Das heißt, die historische Zählung, nach historischer Zählung ist Antiochus ja der Achte. Genau, Gott nimmt einen raus, dann wird der Antichrist zum Achten. Merkt ihr, was da? Das ist hochintelligent. Ja? Das heißt, eigentlich war der Antiochus der Achte, Gott löscht hier einen raus, dann wird der Antichrist zum Achten.
Und dann haben wir diese Struktur und der achte, der ist von den sieben und das steht in der Offenbarung. Ja? Und deswegen ist der Text hier auch so unterschiedlich aufgedröselt und jetzt sind wir eigentlich wieder am Anfang und damit sind wir auch am Ende. Aber ihr merkt schon, wenn man das ein bisschen historisch sich anschaut und ein bisschen Hintergrundwissen hat und ein bisschen studiert in diesem Wort Gottes, und das sollen wir ja tun, dann werden viele Dinge plötzlich erscheinen, erstmal in einem ungewohnt anderen Licht. Man sagt, nee, das kann nicht sein. Und es gibt auch Leute, die gucken da die Videos von mir in YouTube und dann deabonnieren die das und sagen, ach du lieber Herr Rhein, ja. Nach einem Jahr kommen sie wieder. Ja. Und ich finde es okay. Ja. Also ich will dort niemand aufzwängen. Und ich verteidige das auch nicht militant und ich beschäftige mich auch nicht nur mit dem Thema. Ich mag auch gerne Gesetz und Gnade, so Luther, Rechtfertigung in Christus, da mag ich sehr, sehr gerne. Ja? Aber das liegt mir auch auf und ich glaube, dass man, wenn man da tiefer einsteigt, zu ganz seriösen, guten Ergebnissen kommt. Ja?